Hallo liebe Gartl- und Werkel-Fans. Ich habe heute ein Kochbuch mit einem Rezept von Rumtopf. Da steht: Mit dem Einlegen des Rumobstes fängt man im Frühsommer an. Die gut ausgereiften und fehlerfreien Früchte werden in einen irdenen Topf oder in ein großes breites Glas gegeben und mit folgender Zuckerumlösung, die vollständig erkaltet sein muss, übergossen. 1 Kilo Würfelzucker wird mit 1 Liter Wasser aufgekocht und ca. 10 Minuten durchgekocht. Das sparen wir uns. Wir hauen ein bisschen mehr Rum rein, das geht auch. Nach dem Erkalten werden mindestens 8 Achtel Liter Rum dazugegeben. Die Früchte damit übergossen, kühl und trocken aufbewahrt. Das Rumobst wird immer saisongemäß, wie es der Garten liefert, eingelegt. Nur muss darauf geachtet werden, dass der Rumzucker die Früchte immer bedeckt und das Gefäß gut verbunden ist. Klingt logisch, ne? Das ist das neue Wirtschaftslexikon, Jahrgang 1957, Version 1, und den müssen Sie wissen. Und für die ganze Geschichte brauchen wir frische Früchte. Die werden gewaschen, gereinigt, entkernt, in den Rumtopf geben, schichtweise, so 5-6 cm, dann kommt wieder ein Log Zucker drauf, nochmal Früchte, Zucker, dann wird das Ganze mit Rum aufgegossen. Wir haben da einen 80er Rum, also einen 80%igen Rum. Wir nehmen deswegen ein bisschen einen höherprozentigeren Rum, weil wir erstens den Rumtopf mehrere Jahre stehen lassen. Der wird immer wieder befüllt. Der letzte war ungefähr so 6-7 Jahre. Dann haben wir ihn aufgebraucht. Man muss aber dazu sagen, den kann man in die ersten 2 Jahre nicht gar so gut essen. Er ist schon sehr stark. Ne? Also wenn ihr das nicht wollt, nehmt es einfach. Also tats den 80er rum ein bisschen mehr verdünnen, dann ist es auch besser. Er hält allerdings länger, muss man auch sagen. Wir haben dann noch Weintrauben, den werden wir auch mit rein tun. Wir haben dann schon Weintrauben aussortiert, wo die Schale schon verletzt ist, das Fruchtfleisch ausschaut. Den tun wir nicht mit rein. Den essen wir einfach so. Das sind für den Koch und für den Kameramann. Der auf Strafdienst geschickt worden ist. Ich meine, ich bin freiwillig eingegangen. Und falls ihr euch jetzt nicht auskennt, um was geht, und ihr denkt, der hat einen kompletten Huscher, da schaut ihr schon rein. Das vergeht auch wieder. Das Video verlinke ich euch da oder und. Ihr werdet es dann schon sehen. Das wird noch ein bisschen dauern, bis es online ist. Es gibt doch einige Diskussionen. Aber wie ist es, wenn der weiße Rauch aufsteigt, dann passt es wieder, ne? Oder der schwarze. Wir brauchen noch dazu 2 Kilo Zucker habe ich mal vorbereitet. Wir brauchen ein Schneidbrettl, wo man die Früchte halbiert. So eine Frischhaltefolie und der Scher dazu. Das wird oben abdeckt, Deckel drauf und dann kann er im Keller vor sich hinreifen. Wenn es mit einem 80er rumtat, dauert es sicher mal gute 1,5-2 Jahre. Der Alkohol verdunstet der meiste und dann wird es richtig geschmackig. Die Sachen kann man als Dessert hernehmen. Einfach auslöffeln, ein bisschen was. Es ist allerdings nichts für Diabetiker oder Leute, die keinen Alkohol vertragen. Das Ding fährt dann teilweise schon recht gewaltig. Zum Backen sind es noch super, die eingelegten Rumfrüchte. Vom Geschmack her ein absoluter Wahnsinn. Also das Rumaroma, die Flüssigkeit, kann man abschöpfen und in einen Kuchen mit reintun als Rumersatz. Oder künstliche Aromen, die ihr irgendwo kriegt. Den ganzen Scheiß braucht es nicht. Macht euch sowas. Das haben die Alten schon gewusst, ne? Haben wir ja gelesen, Jahrgang 1957 und da war es schon wieder Hut. Und das mit den Regenfasseln, das geht sicher noch weiter, weil ich habe die nicht umsonst organisiert. Aber jetzt fangen wir mal an und dann zeige ich euch, wie das funktioniert. Generell kann man sagen, je fester die Früchte sind, desto besser ist das Endergebnis dann. Und angenehmer zum Essen sind dann die Früchte, vor allem wenn der Rumtopf länger steht. Wenn ihr schon weiche oder gatschige Früchte in den Rumtopf reintat, zum Essen, es schmeckt zwar gut, aber naja, es ist ein bisschen so weich, konsistent, schlatzig einfach. Naja. Wie auch immer. Geschmack passt auf alle Fälle. Was gut geht an und für sich sind Zwetschgen, Weintrauben, Pfirsich,
Marillen gingen auch relativ gut. Vor allem die kleineren Früchte. Und Kirschen haben wir, Sötten haben wir aber schon mal gehabt. Die werden aber ein bisschen weich. Ist nicht jedermanns Sache, vom Geschmack her ein Wahnsinn. Ne? Und je mehr verschiedene Früchtesorten ihr da in den Rumtopf übers Jahr reintut, desto vielfältiger wird der Geschmack rundherum. Also das schmeckt jetzt nicht nur nach Rum, so wie es ihr kennt, aus einem Rumaroma möglicherweise, sondern das wird richtig eine runde Sache und es ist halt einfach mehr Delikatesse. Die Früchte haben wir vorbereitet, die sind abgewaschen, gereinigt. Wir werden jetzt da die Früchte halbieren, in Kern raustun, wieder in den Rumtopf rein, einmal Schicht für Schicht, ordentlich Zucker drauf, also das soll ich schon nicht jetzt zwei Löffel sein, sondern es kann bedeckt sein. Zwei, drei Schichten. Und auf die letzte Schicht tun wir ein kleines Teller rein. So ein Keramikteller, ganz normales. Damit die Früchte unten bleiben. Das Problem ist das, wenn Sauerstoff drinnen ist und die Früchte nach oben steigen, am Anfang vor allem, dann wird euch der Rumtopf brechen. Er fängt zum Gären an. Wenn er gärt, kann man noch ein bisschen was retten, aber in der Regel ist er dann zum Entsorgen. Er fängt dann zum Schimmeln an. Im Endeffekt haut es noch am Kompost. Wir haben heuer schon mal einen probiert. Der ist mir daneben gegangen. Das waren richtig super Früchte. Der ist am Kompost gelandet. Und jetzt gehen wir es an. So schaut das dann aus, wenn das fertig ist. So schaut das dann aus, wenn ich in der Küche bin. Und sicherheitshalber tun wir noch ein bisschen an 80er rum dazu, weil die Früchte wirklich sehr reif waren. Plastikfolie haben wir drüber da, schaut, dass das möglichst sauber ist beim Rand. Die Früchte müssen immer mit Flüssigkeit, Zuckerrumflüssigkeit bedeckt sein, weil sonst fangen sie schimmeln und das gerne. Der wird euch brechen, wenn die rausschauen und ihr könnt ihn weghauen. Das war schade. Es ist ein lohnenswerter Tipp, dass das nachmacht. Es ist kein großartiger Aufwand, es geht mit jedem anderen Keramiktopf, Glastopf, habe ich jetzt zwar noch nicht probiert, aber geht es im Prinzip auch. Und vom Geschmack her ist wirklich ein Wahnsinn. Da kommt dann noch der Deckel drauf, das reicht. Das wird dann in den Keller gestellt. Ihr müsst das halt dunkel und kühl lagern. Früchte, die nicht gut funktionieren, das wären zum Beispiel Erdbeeren. Die werden so schlatzig, so lätschert in Österreich. Nicht gut. Vom Geschmack her okay, aber sie sind nicht sonderlich bissfest. Also nicht sonderlich gut. Wenn es euch schmeckt, ist es okay, da ist das eine, müsst das ausprobieren. Es gibt für den Rumtopf keine großartigen Regeln. Ihr darf einfach über das laufende Jahr Früchte sammeln. Ihr könnt es kombinieren, wie es wollt. Im Endeffekt müsst ihr selber, was euch schmeckt, das darf eine. Im Grunde funktioniert das fast mit allen Früchten. Regeln gibt es keine. Und Regeln sind sowieso eher Richtlinien. Unser Rumtopf hat so gute 5 bis 6 Liter ungefähr. Die Hälfte haben wir befüllt. Ein Drittel war mit Früchte, der Rest war mit Flüssigkeit. Das ist ungefähr so. Schaut auf alle Fälle immer, dass die Früchte mit Flüssigkeit bedeckt sind. Ihr könnt auch Flüssigkeit noch einfüllen bis zum Rand, dann kriegt ihr keine Früchte mehr rein. Das ist eigentlich das ganze Geheimnis von Rumtopf. Ihr seht, das ist jetzt nicht großartig schwierig. Das
kann fast jeder. Nur ein Tipp am Rande. Wenn ihr Rundtopfrüchte esst, wurscht, ob das jetzt mit viel Rum oder mittlerer, prozentiger Rum drinnen ist, esst nicht 10 Früchte auf einmal. Glaubt mir, das kommt wieder. Hoffe. Das vorsichtig anfangen, ein Zwetschgen zu einem Eis oder irgend sowas, aber haut euch nicht so eine Schisslinie. Das wird daneben gehen. Autofahren braucht es nachher auch nicht mehr, aber das wisst ihr selber. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr von uns sehen wollt und ihr noch nicht abonniert habt, abonniert unseren Kanal, dann bleibt es dran. Bis zum nächsten Mal.